Hallo Liebe und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video, zu einem Chicken Battle. Wir haben hier unseren ersten Teilnehmer am Start, Hakan. Moin Jungs. Grüß dich. Du hast es heute mit einem starken Gegner zu tun, beziehungsweise nicht heute, aber insgesamt. Ja. Fühlst du dich gewappnet mit deinem Produkt? Also so überzeugt wie ich bin, lieber Holle, da wird mich niemand schlagen. Ja? Das kann ich dir so sagen. Okay, ich hoffe, alle Bremer stehen hier hinter Bremen wie eine Wand. Ne, du wirst heute alles liefern. Wir haben schon gesagt, 3 Runden hier, 3 Runden beim anderen Teilnehmer. Und du wirst alles geben. Kein Problem. Wir geben immer unser Bestes und Holle wird schon richtig entscheiden. Ich werde die richtige Entscheidung treffen. Leute, für euch ist wichtig, lasst den Daumen oben scheppern für unsere Mission. Für das beste Essen in ganz Deutschland, das zu finden. Euer Kommentar vielleicht für die nächste Runde, nächster Gegner, blablablub, alles rein. Und dann gehen wir direkt und machen erste Runde bei dir und gucken uns erstmal den Laden an. Jo. Ich hatte diese Idee und wusste nicht so, wie soll ich den Namen nennen. Und dann haben wir gerade FIFA gezockt. Und da hast du einen Finger in den Po gekriegt von deinem Kollegen. Da meinte ich so, Jungs, ich habe diese Idee, aber ich habe keinen Namen. Der soll schon kommerziell Englisch klingen. Und da meinte ein Kollege, komm, mach doch einfach Happy Fingers daraus. So, ne? Und so ist dann Happy Fingers auch entstanden. Also wir werden ganz kurz, wir werden Chicken Burger machen, wir werden deine normalen Chicken Teile machen. Richtig. Und auch, er lehnt sich weit aus dem Fenster, er möchte seinen normalen Burger zeigen, seinen ganz normalen Rinderburger. Richtig, ich bin auch davon überzeugt. Wir es schon sehen. Heute. Ja, habe ich schon gesagt, das wird glaube ich nichts. Ja. Im Chickenladen, muss man sagen. Aber du bist überzeugt. Also Mario ist unser Schichtleiter, wie ich schon sagte. Hassan ist unser Bürgermeister. Wie Hassan ich das ist der Bürgermeister? Ja, genau. Ah, da komme ich einmal, ich nehme ihn direkt ins Gericht okay, einmal. Ja. Und Romeo. Und Romeo. Ja. Romeo! Romeo kann nur Englisch. Du bist Romeo? Ja. Das ist dein richtiger Name? Kam deine Mutter oder dein Vater auf die Idee? Ist doch Englisch. Ah, ist doch Englisch. Your name is Romeo. Yeah. Who has the idea for this name? Your mom? Meine Mutter, your, ja? Yeah? You know the story of Romeo? Nice. Ja. Hassan, na, ich habe schon eben gesagt, du kannst doch jetzt hier nicht einen Burger im Chickenladen machen. Denkt ihr wirklich, ihr performt so mit einem normalen Burger? Ja, normaler Burger. Smash Burger? Leider nicht, leider nicht. Macht nichts, wir probieren. Ja. Wir gehen erstmal in Runde 1 dann jetzt mit den Chicken-Teilen, ne? So macht man das, Ahmed. Siehst du das? Hände wie ein Chirurg. Woher hast du all deine Kameraskills? Ich habe keine Kameraskills. Aber die du meinst gerade zu haben. Die habe ich mir bei dir abgeguckt. Wisst ihr, wenn ich allein unterwegs bin, geht immer mein Gedächtnis so, Danke. Die hat Ahmed letztes Mal gemacht. Und dann könnt ihr mich so Kamera mach hinter der Wand, hin und zurück. Achso, das sind jetzt 4 verschiedene Sachen. Bites, ja. Keulen, Stripes, Wings. Okay, ich fange an mit den Wings, Leute. Einfach rein da jetzt. Fingernägel umfliegen. Oh nein. Butterzartes Hähnchen. Knusprig, feine, samtige Panade. Ich bin ja die Fraktion auch. Mir kannst du es richtig kross, richtig in die Fresse. Das hier ist so samtig, weich, aber auf jeden Fall schön kross, ne? Nur nicht zu doll. Das sind die Stripes. Die Stripe. Generell eine geile Schärfe da drin. Ich würde behaupten, selbst wenn du nicht gut scharf abkannst, kannst du die sehr gut noch essen, aber sie haben schon einen gewissen Wumms. Die anderen auch. Ich sag euch wirklich,
Da kannst du nichts gegen sagen. Kann niemanden geben, der sagt, dass sie nicht krank sind. Das geht nicht. Wir werden auch im nächsten Laden natürlich 3 Runden machen. Die Punktebewertung wird zusammengerechnet und natürlich einen Gesamtgewinner zusammengestellt. Perfekt Gewürz, ordentlich Wurms, Schärfe, geile Panade, super zart. Da wir noch nicht so im Chicken Game intensiv drin sind, darf ich nicht zu hoch bewerten, um Luft nach oben offen zu lassen, weil man weiß nie, was noch kommt. Ich bin mit 9 von 10 Punkten bin ich dabei bei Runde 1. Ganz saustarkes Zeug hier. Sag nochmal, was du eben sagen wolltest. Natürlich möchtest du den besten Burger geben, hast du gesagt, ne? Definitiv, ne? Mhm. Also bei Happy Fingers wird der sogenannte Hot Chicken Burger am meisten gekauft und gegessen. Und selbst ist das auch mein Favorit, muss ich sagen, Holle. Mhm. Und das würde ich dir auch gerne anbieten wollen. Ja, hört sich gut an. Ich liebe scharf. Ja. Ich liebe Chicken. Sehr gut. Liebe Burger. Also muss gut laufen. Ja, sehr gut. Sag noch was zum Chicken eben, weil ja, du wolltest da noch was zu sagen. Also wir holen uns unser Hähnchen immer frisch und marinieren sie selber mit unserer Marinade, die wir haben, und lassen sie einen Tag bei 4 Grad gekühlt lagern, damit auch das Gewürz noch mehr in das Fleisch reingeht, Holle. Und holen sie dann am nächsten Tag raus, panieren sie in unserer halbwegs offenen Küche ganz frisch und frittieren sie dann in unserer Hochdruckfritteuse, die dafür sorgt, dass das Hähnchen innen saftig und auch außen knusprig ist. Ja, hat man gemerkt, weil es war ultra, ultra zart. Schön die Gurken noch. Ich liebe das ja mit sauren Gurken. Auch auf dem Chicken Burger bzw. eingelegten Gemüse. Bin ich ein bisschen überrascht von der Mayo. Erinnert mich eher an so eine Soße, die man zu einem Fischburger oder so hat. Nach wie vor super zart, super knusprig, spannend, fluffig, weich. Also Chicken nach wie vor super stark. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt die Mayo war oder das eingelegte Gemüse, was so irgendwo einen nicht perfekten Beigeschmack geliefert hat. Trotzdem immer noch super lecker. Aber ich sag mal, mehr als 7,5 ist bei dem Burger nicht drin. Aber wie gesagt, immer noch stark. Ich würde sagen, wir gehen in Runde 3 zu dem normalen Beef Burger. Ich bin echt gespannt, Leute. Krass, alles automatisiert. Das flasht mir jetzt, Leute. Das heißt, jeder Burger schmeckt gleich hier wirklich, ne? Wir holen auch immer frisches Hackfleisch. Mhm. Salzen sie nur, weil die Fleischqualität sehr gut ist, bin ich der Meinung. Unsere Brote kommen täglich frisch vom Bäcker. Hat man gemerkt, die waren 1A, wirklich. Also starke Buns, Dankeschön. Guck mal, hier geht die Zeit jetzt runter und dann hat man immer den gleichen Burger. Krass. Viel Spaß bei Runde 3. Sehr weit aus dem Fenster gelehnt hier als Chickenladen. Mir jetzt, sag ich mal, als Burger-Kenner einen normalen Burger anzubieten. Bun wird vom gleichen Bäcker sein, hat er eben erzählt, ist vom Bäcker. Hat man gemerkt, starkes Bun. Ich habe Salz vergessen. Nee, hat er drauf gemacht. Alter, ich esse, wie ich vermutet habe. Man muss auch manchmal fair sein oder manchmal auch ein Auge zudrücken. Ich gebe denen eine Chance für eine andere Runde 3, weil das habe ich mir gedacht, dass es nichts wird. Wir nehmen eine andere Runde. Ich gebe dir eine Chance auf eine andere dritte Runde. Ja. Man muss auch nicht immer genauer nehmen als der Papst. Der ist den Spruch, gibt es gar nicht. Ja. Der ist wirklich nicht gut. Nicht gut, okay. Nee, wir nehmen eine andere dritte Runde, um euch eine Chance zu geben im Wettbewerb auch. Ja, danke. Was würdest du mir vorschlagen als dritte Runde sonst? Wir haben auch
Chicken Wrap. Dann nehmen wir nochmal den Wrap. Ja, alles klar. Ja, perfekt. Okay. Leute, so, wir haben gerade überlegt, unter Umständen können wir ein Projekt draus machen. Ich mache hier mit einem Hakan, wir machen dir einen geilen Beef Burger. Ich und Ahmed kommen, wir geben dir zusammen mit unserer Expertise, geben wir dir Tipps und machen dir einen heftigen Beef Burger. Da machen wir ein Video draus. Ja, und dann, keine Ahnung, vielleicht laden wir sogar noch jemanden ein, lassen die hier probieren oder so. Ja, definitiv. Ne? Ja. Olle, Mensch, wir machen ja auch nicht alles perfekt, muss man sagen. Und Tipps oder Kritik nehmen wir gerne an. Ja. Hilfe und Unterstützung vor allem auch. Würde ich mich freuen, wenn das irgendwie klappen würde. Ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich gucke so, wie das Feedback ist. Wenn da richtig heftig Resonanz ist, dann müsst ihr natürlich auch nochmal ordentlich den Daumen scheppern lassen. Ja. Dann mache ich mal so ein Projekt. Wäre ich bereit zu. Ich hoffe, ihr seht das als nette Geste, dass wir eine weitere Runde machen. Es ist ja auch letztlich ein schicken Video und ich habe es mir gedacht, wie wir, ne? Die gleiche Chance gilt ist natürlich auch beim anderen Laden, den Kontrahenten, wenn da was schief laufen sollte. Hast du so ein bisschen Feeling wie beim Shawarma oder so, wenn die Shawarma Arabi machen? Ich bin froh, Leute. Ich will ja auch nicht, dass die Leute, dass die Läden abkacken. Ich hatte wirklich Angst, dass jetzt der auch nicht schmeckt. Hat mir wehgetan, weil der Haken ist auch echt korrekter. Aber der ist geil wieder. Der ist wirklich wieder geil. Ein bisschen wie dieses typische arabische Brot. Was halt stört ist, die machen es im gleichen Ding, wo sie halt auch eben das Beef machen. Jetzt, wenn du dran riechst und schmeckst, du hast ganz stark diesen Beef-Geschmack. Der passt da nicht rein und stört auch ein bisschen. Ich muss das mitbewerten, kann von daher nicht mehr als eine 6 von 10 Punkte geben. Tut mir leid, müsste man im anderen Breta machen. So. Pass auf, Hakan. Ja, so, bitte. Der Ablauf, wie ich eben den Wrap gegessen habe. Ich habe erstmal, oh geil, ich bin beruhigt, dass der wieder performt. Geiler erster Biss, alles perfekt. Was aber dann, sag ich mal, leider die Bewertung runtergeschraubt hat, war, dass ich es im gleichen Beef-Grill gemacht habe. Und dieser ganze Beef-Geschmack, der war von außen wirklich als Störfaktor mit im Dings drin. Das hast du gemerkt. Ja. Mich hat es wirklich gestört. Deshalb konnte ich dann nur eine 6 von 10 geben. Hätte ich das weggedacht, wäre das eine richtig starke Bewertung. Ja. Weil das, worum es eigentlich geht bei euch, ist ja, sind ja die Chicken. Das ist das, was für den Laden steht. Genau. Und die sind End-Level. Ich würde so weit gehen, ich müsste direkt einen Vergleich mit anderen Läden noch, aber vielleicht sogar die besten, die ich bisher gegessen habe. Dankeschön. So, ne? Ja. Also wirklich sehr, sehr krass. Ja. Ne? Deshalb für die anderen Sachen, seht das ein bisschen beiseite, Verbesserungsbedarf, aber die Stripes, Hakan und die Wings und alles. Chicken End-Level, Hakan. Dafür Dankeschön. Sehr, sehr heftiges Chicken. Vielen und dann Dank. Sehen wir uns beim nächsten Spot, Leute. Meine Lieben! Wir drehen jetzt Nummer 2 in Hamburg. Sind am Start hier bei Diggy Smalls. Soll ein Aushängeschild sein, soll super stark sein. Direkter Gegner jetzt gegen Bremen. Wir werden da auch gleich loslegen. Erstmal klassisch Fried Chicken. Lass überraschen, wir gehen direkt hier rüber. Da ist der gute Achi. Yeah, what's up, what's up, what's up? Der war geil, der war geil. Das war wie aus so einem Ami-Film. Was läuft, was läuft, was läuft da hier? Ich will ein paar Cheeseburger. Hier ist er, Diggy Smalls. Ich darf eigentlich noch nicht filmen. Ich habe mich eben so geil vorgestellt. Ich sage, hallo, ich bin Holly. Ich mache YouTube-Videos. Die checken ab, ob wir jetzt überhaupt hier drehen dürfen. Ach, kurz für euch noch, dass ihr euch nicht wundert. Es geht gleich in Runde 1. Es geht in diesem Battle nicht darum, dass wir möglichst zu 100% gleiche Sachen vergleichen, sondern die zwei besten Läden, die meinen Quellen nach empfohlen wurden. Ne? Also darum geht es. Das heißt, die Gerichte werden auf jeden Fall abweichend sein. Es ist hier kein klassischer Laden wie beim anderen, dieses hier fried ausgelegt, sondern es soll das beste Chicken in Hamburg sein. Das Chicken soll Baba-mäßig sein. Deshalb vergleichen wir das und bewerten einfach. Es geht nur rein um die Bewertung. Wo wir gerade dabei sind, Leute. Zack Plus, denkt immer dran. Holle 10, der Code für 10% Rabatt bei den besten Supplements. Crystal Ray kann ich euch nur empfehlen, Sommer, Eiswürfel rein, trinken, schmeckt wie ein ganz normales, geiles Getränk. Du hast Eiweiß dabei, optimal. Jetzt geht's los in Runde 1. So, Runde 1 beim Waffle Chicken. Ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen kann. Guckt euch das mal an. Oh, ist hier Butter auch noch zugeliefert, ach ne? Wir werden die Dinger jetzt so probieren. Ein schöner Vergleich auch zu drüben, wie generell die Dinger schmecken. Und dann halt nochmal hier in der Kombi auch. Boah, das ist sehr vielversprechend.
ganz andere Nummer als drüben. Das Cornflakes-Panade, richtig kross. Ich habe auch Cornflakes-Chicken schon zu Hause gemacht. Mega. Also ich mag es zu Hause gerne, ich mag es hier gerne. Es ist so richtig hart, richtig knusprig, richtig am Limit. Auch mit dem dicken Chicken in Anführungszeichen. Hat, wie ich finde, sogar dadurch so ein bisschen diesen Selfmade-Charakter. Wie zu Hause, paniert, gemacht, geil, aber im positiven Sinne. Ich kann jetzt ein bisschen den machen. Fehlt mir ein bisschen die Funktion. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist oder ob ich zu dumm bin. Geil. So. Oha. Also die Kombi ist ganz krank. Finde ich kaum Worte zu. Wäre ich niemals auf die gekommen, das zu kombinieren. Guck mal, ich habe jetzt extra sogar dick noch Butter reingemacht. Das wird jetzt fetter. Das ist nicht von dieser Welt, Leute. Das ist ein bisschen wie bei Gold ist das Butter Chicken. Und das wird zu so einem Hybrid zwischen einer Süßspeise wieder mal und halt so einem deftigen Chicken. Wenn sich die Butter mit diesem Ahornsirup vereint, für sich ist schon so Welt und das mit dem Chicken, oh, fehlen mir die Worte zu. Oh, Leute, ja, das macht mich kaputt. Also ist ganz kranke Kombi. Eigentlich bräuchte man 3 Butterstücke. In jede Waffel ein Butterstück. Fordert das, wenn ihr hier seid. Und dann das Chicken rein und dann den Ahornsirup. Es wird ein hartes Match, aber das ist für mich eine 9-2 ist das für mich. Oh, das ist 9-2, das ist krank. Wir gehen in Runde 2, Leute. Zu Runde 2. Wir haben hier das schöne Chicken Wrap. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau da heißt. Schöne Kombi. Knackiger Salat. Das ist wichtig bei dem Biss, weil das ist so ein labbriges, altes Zeug, wird das gar nicht bocken. Und dann hast du das Chicken, wo die geile Säure zu passt. Dann machen sie eine Sache ganz schlau und greifen da so ein bisschen eine Geschmackskombi auf, die du bei mehreren Läden in verschiedenen Formen immer mal wieder triffst. Es ist dann bei McDonald's irgend so ein Chickenburger. Es ist bei letzter Pizzeria, die ich hiermit offiziell downgrade, weil ich privat da war und sie so versagt hat. Und das ist Losteria, die hat mich echt enttäuscht. Ich downgrade sie offiziell hier raus, nehme sie aus dem Ranking, aus dem Pizza-Ranking. Aber die hatten eine geile Pizza auch mit Chicken, mit Salat, mit so einer schön Mayonnaise. Und hier greifen die das wieder auf. Das passt einfach perfekt. Dazu hast du halt den Salat, der ganz knackig ist. Ne? Geile Säure und ein geiler Knack noch durch das Chicken, was wieder schön hart ist. Oh, die Füchse. Sylter Salatdressing. Neben Buxtehude wurde das die erste Variante produziert. Das Original gibt es überall zu kaufen. Haben viele Nachteile gemacht, gibt es inzwischen bei Aldi überall. Ultra stark. Der Laden hat, wie ich mir von ein, zwei Leuten sagen lassen habe, wirklich einen Hype. Meiner Meinung nach diesen 2 Runden zu Recht wirklich. Kriegt eine 8-7 von mir. Außen das Lavaschbrot könnte ein bisschen saftiger, noch ein bisschen geiler, aber ganz weit oben mit dabei. Viel Spaß bei Runde 3. Wir sehen uns hier gleich wieder. Zurück Runde 3 mit einem auf andere Art mal. Wer hätte es gedacht, einem Salat. Irgendwie hatte ich gerade Bock drauf, war was anderes in dem Video, zumindest dann immer das Gleiche. Bin ich gespannt. Schöne Currysoße. Also Salat brauche ich euch jetzt keine Show machen. Das ist ein vernünftiger Salat, aber Kombi, wie ich finde, nicht so super geil. Ne? Kann man gut essen. Wenn man Bock auf einen Salat hat, ist das sicherlich keine schlechte Wahl. Aber mehr als so eine 6 von 10 würde ich hier nicht geben. Vernünftig, ja, aber nicht Welt. Ich würde sagen, Leute, wir blenden hier mal die Punktzahl ein. Hier oben für Bremen und hier oben für Hamburg. Ich würde sagen, wir haben in diesem Fall Gewinner. Bremen muss sich so ein bisschen in Schutz nehmen. Das normale Chicken war echt super stark. Danach waren über ein paar kleine Fehler, die sich eingeschlichen hatten. Hat er aber gesagt, da wird er dran arbeiten. Wir haben aber den Gewinner und es ist Hamburg. Dieser Laden ist wirklich, wirklich krass, muss ich sagen. Video hat mir tierisch Spaß gemacht. Einen Daumen oben würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video am Start. Lasst mir einen Kommentar da, was für einen Vergleich ihr gerne auch sehen wollt unbedingt mal. Und wo und wie und was. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.